könnt ihr ja mal nachsehen. Ja, da ist ein Schloss davor. Was hat sie denn für Bücher? Ah, Langwaffen. Okay. Der Rest dürfte jetzt nichts. Nein, bringt nichts. Also bei den Büchern so, die wertvollen Bücher bringen einen öfters mal etwas bei. So um die 200 Draken und drüber. So, die nächsten Ratten sind hier oben. Wir haben einen Schlüssel von ihr bekommen, weshalb wir das Schloss nicht knacken müssen. Wir haben die Ratten getötet, wir räumen ihre Kisten leer. Das ist Service von uns, die hat hier viel zu viel Gerümpel. Wie ich finde. Und da sollten wir dann schon... Ach, so ein Quatsch hier brauche ich jetzt nicht. Hauptsächlich brauche ich dieses hier. Kohle. wir gehen wieder runter zu der guten Frau und sagen ihr, dass wir alles erledigt haben. Denn wir sind ja fleißige Bienchen. Grüß Gott. Ja, Höhlenratten. Hab's kaputt gemacht. Dankeschön. 100 Raken. Zusätzlich zu dem, was ich dir geklaut habe, ist das doch ein ganz guter Verdienst für unsere erste Aufgabe hier. Dann gehen wir jetzt wieder zur Kriegergilde, sagen Bescheid, dass wir unsere Aufgabe mit Bravour gelöst haben. Möchte ich ja mal erwähnen. So, geh doch mal wieder aus dem Weg, Süße. Yo, Chefin, Alter, hab ich voll krass Höhlenratten kaputt gemacht. Ja, hab ich getötet. Nicht schlecht, wa? Ja. Was heißt hier für jemanden wie euch? Hör mal, ich bin der King. So, eine Erzmine hier in der Gegend hat Probleme mit Eierdieben und ihr werdet diese Probleme lösen. Na klar, mache ich. Und zwar die Erzmine Schulk. Schulk. Liegt in der Nähe von Balmora, Südwesten, in den Felsufern, westlich des Odai. Okay. Also, dazu müssen wir, ja, ich, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, also, Welt, wir müssen nach, genau. Westlich des Flusses Odai. Westlich. Hallo, westlich. Auf jeden Fall müssen wir... Oder wir sollten dazu schwimmen gehen. War das jetzt da lang oder da lang? Moment. Fluss südlich von Memora folgen. Okay. Südlich. Hui. Wir gehen planschen. Hier schwimmt ja nichts Böses drin, oder? Nö. Alles friedlich. Und dann suchen wir diese schwule Hängebrücke. Und dort finden wir auch die Mine. Wir sind hier immer weiter. Bis zur schönen Mine. Ich hoffe doch wirklich, ich bin jetzt hier richtig. Nein. Wohl nicht. Aber ich bin noch in südliche Richtung. Nein, ich natürlich nicht. Ich bin natürlich nördlich. Ja. Okay, sollte ich rausschneiden, was? Sowas passiert mir natürlich sonst nicht. Ich finde immer meinen Weg auf Anhieb. Ach, so ein Scheiß. Ja, dann mal hopp, hopp hier. Ne? Schön schnell schwimmen. Na, so ganz flüssig sieht das da oben immer noch nicht aus.
Aber okay. Von mir aus. Sicher ist sicher, die Grafikeinstellungen bleiben erstmal so. Irgendwann hole ich mir sicher mal eine neue Grafikkarte und dann können wir sicher mehr machen. Vielleicht in einem anderen Let's Play dann schon. Vielleicht ein Nachfolger von Morrowind. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht aber auch nicht. Ich hätte da noch so einige Ideen, die man verwirklichen könnte. Ich habe es mir übrigens auch so gedacht, wir machen immer ein Haupt-Let's Play. In dem Fall erstmal Morrowind, wo möglichst täglich neue Folgen erscheinen und dann ein kleines Nebenprojekt, wo dann hin und wieder mal neue Folgen erscheinen. Denn ich habe auch nicht die Zeit, ständig neue Sachen aufzunehmen. Ist ja nun mal so, wenn man arbeiten geht, kann man nicht 20.000 Let's Plays anfangen. War doch? Jedenfalls kann ich das nicht. Wenn ihr das könnt, bitte sehr. So, jetzt holen wir uns erstmal den Kleinen. Ja. Der ist zwar friedlich, aber wir töten ihn trotzdem. Ich habe was gegen Insekten. So, und zwar eine schöne dicke Axt. Tja, dann gehen wir da mal rein. Das hier ist die Mine, die wir suchen. Hier, so, hier, seht das? So. Eiermine. Und wir suchen jetzt die Eierdiebe, die sich hier irgendwo verstecken. Wir können natürlich selbst auch die Eier klauen. Ja, stirb halt. Wenn wir das möchten. So, dann haben wir jetzt ein Ei geklaut. Bringen die überhaupt was? Wofür sind die da? Was machen die? Sind die lustig? Wo sind die? Ja, nix wert, großartig. Lass mal schauen hier. Sind überall diese Mistviecher, die einen angreifen. So, wo müssen wir lang? Wir gehen jetzt einfach mal alles ab hier. Ich kann mir sowas nicht merken, Wege. Ist hier was? Ach ja, ein großes, dickes Vieh. Greifst du mich an? Nein, ich aber dich. So, hier steht die Tür offen. Und dann sind hier schon wieder diese Mistviecher. So. Ach, noch so einer. Stirb. So ist brav. So, du darfst auch sterben. Da bin ich doch nicht so. Wenn ich schon deine Familie töte. Zack. Noch jemand? Hallo? Ja, noch so ein Vieh. So. Nest der Königin. Hier sind die, glaube ich, drin. Diese bösen Buben. Und auch dieses Mistvieh ist hier drin. So. Da ist schon eine. Eierdieben, blöde Fatze. Ihr werdet sterben. Werde ich nicht. Oh doch. Ist das doch. Lasst mich doch in Ruhe, ihr Mistviecher. Moment. Moment. Nein, du wirst sterben, mein Freund. Halt, Moment. Haben wir irgendwie
zufällig. Ach du Scheiße. Okay, wir sind tot. Autosave, wo war der? Sehr blöd. Sehr, sehr blöd gelaufen. Wollen noch mal sehen. Ich hoffe, der war am Eingang der Mine. Das würde ja noch gehen. War er natürlich nicht. Wo zur Hölle sind wir? Ach, herrje. Wir sind ja wieder hier und müssen alles nochmal machen. Ist ja super. Ich sollte öfters speichern. Wieso ist der Autosave hier? Nun gut. So, da wir ja wissen, die Höhle, die Ahnengruft da hinten brauchen wir nicht, können wir das weglassen. Regt mich ja gar nicht auf. Ja. So, dann also den ganzen Scheiß nochmal. Ja, bla bla. So, wir brauchen nicht nochmal nachfragen, denn wir wissen ja, wo das Ganze ist. Wir machen die ganze Scheiße nochmal. Wir haben ja nichts zu tun. Herrschaftszeiten. Wir machen das natürlich jetzt im Schnelldurchlauf hier alles. Und speichern immer fleißig ab. Zum Beispiel jetzt. So, dankeschön, gespeichert. So, moin Kaius. Hier. Ja, da hast du. So, Befehle. Ja, Befehle. Danke. Tschüss. Dreckiger Bastard. So. Ach, wie schön der Himmel aussieht. Oh, schaut euch das an. Herrlich. So, weiter. So. Wir treten natürlich wieder der Kriegergilde bei und holen uns wieder eine neue Axt. Und gucken allgemein noch ein bisschen nach anderen Zeug. Ja. Also, wir holen uns eine neue Axt. Moinsen. Eine neue Axt, bitte. Danke. Das Scheißding kannst du haben. Ich gebe dir 81. 82. 83, 84, ach, 500, also 86, okay, so, repariert, hast du vielleicht auch noch hier irgendwie was, Dingsbums, ne, Schulterplatten, Mittel, okay, komm, Mittel nehmen wir auch. Eine rechte, eine linke. Hier gibt es auch nicht so viel dafür. So. Und zack. Und zack. So, schick. Schick. So, jetzt treten wir wieder der Kriegergilde bei. Moment. So gehustet. Nein, Quatsch, Ausbildung noch nicht. Beitreten. Ja, nehmt mich auf. Danke, Befehle. Danke.
Wir sollten natürlich erstmal nachfragen, mit Höllenratten ist. So, ja, danke. Hier. Höhlenratten töten wünsche ich mir. Hopp, hopp. Nee. Du bist keine Höhlenratte. Du interessierst mich nicht. Jump! So, dann war das doch bestimmt dieses Hütchen. Genau. Ha, ha, ha. Wusste ich's doch. Ey, Alter, ich mach hier deine Höhlenratten kaputt, Alter. So, mach mal hier, ne? Ja. Doch. So. Zack. So, da gab's ja auch Bücher, ne? Dankeschön. Das hier. Danke. Wir haben zwar keine langen Waffen, aber macht ja nichts. Kommt sich auch. Ach, Alter, geh doch mal aus dem Weg. Meine. Also. Muss ich hier alles verrücken? Dann sind die nächsten Höhlenratten dran. Höhlenratten. Herrschaftszeiten. Ja, stöhn nicht so rum, du Sau. Ja, also. Hallo? Gibt's ja wohl nicht. So. Dankeschön. Ups. Dankeschön. Gib mir dein Gold. So. Perfekt. Ich bin ja kein Dieb, aber doch schon. So, wir sagen wieder Bescheid. Hier, guck mal, habe ich Sputte gemacht. Höhlenratten. Dankeschön. Höhlenrattengeld. Yeah. Das speichern wir mal. Wir wissen ja nie. So, die Waffe können wir wieder wegstecken. Wird uns ja keiner angreifen hier jetzt. Doch. So, yo, yo, yo. Höhlenratten kaputt. Weitere Befehle, Eierdiebe, Bibabu. Richtig. So, diesmal die richtige Richtung erwischen. Bleibt noch die Frage, welche war jetzt die richtige Richtung? Wir wollen nach Süden. Und Süden war natürlich da lang. Oder? Ja. Also gehen wir da lang. Wir müssen jetzt natürlich nicht unbedingt schwimmen. Wir kommen natürlich auch so dahin. Nehme ich mal an. Was rennst du hier draußen rum, du Nachtwächter? Hast du nichts zu tun? So, wir zücken schon mal unsere Waffe. Damit wir diesmal alles erwischen können da drin. Können wir vielleicht noch ein bisschen Mana? Nein. Sonst hätte ich jetzt...